Schon als Kind wollte ich unbedingt an 100 Dörfer fahren. War natürlich für uns Kinder so, und nicht nur für mich, sondern auch für andere, ja, war so, dass Porsche einfach für Motorsport gestanden ist, für Erfolg. Ja. Und Porsche war erfolgreich. Porsche hat motorsportliche Geschichte geschrieben. Und immer wieder geschafft, diesen Transfer von der Rennstrecke auf die Landstraße, auf die Straße zu schaffen. Wir sind jetzt auch noch im Porsche Museum in Gmünd, wo einige sensationelle ältere Exponate stehen, so wie da der RS zum Beispiel, ja, damit wir uns das auch anschauen können, wie hat sich der 911er Porsche von seiner Zeit zur jetzigen 8. Generation hin entwickelt. Porsche hatte immer den Anspruch an sich selber gestellt, dass sie von einem Modell zum nächsten Modell eine Leistungssteigerung haben und bereits sensationell Gutes noch besser machen. Zu Porsche kehrt da, oder zu 911er besser gesagt, kehrt da der Drehzahlmesser in der Mitte. Zu einem Porsche kehrt, dass die Silhouette 911er typisch immer bleibt. Zu Porsche kehrt, dass der Motor, der Sechszylindermotor, hinter der Hinterachse sitzt. Und das war natürlich bei den klassischen Modellen immer so und ist auch jetzt beim neuen Modell so. Das werden wir uns dann später noch genauer anschauen. Den Ruf, den sich Porsche aufgebaut hat, kommt natürlich durch die Erfolge im Motorsport. Porsche hat die 24 Stunden von Le Mans mehrmals gewonnen. Porsche hat in der Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Porsche hat auf Bergrennen gewonnen. So wie da, wir stehen da vor einem geschichtsträchtigen Auto. Da ist ein Porsche 906, hier im Porsche Museum in Gmünd, der letzte existierende in Österreich, den es überhaupt gibt. Es war aber immer so, dass wenn der Porsche 911 präsentiert worden ist, war das State of the Art. Es war das Beste, was es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Und Porsche hat es aber immer wieder geschafft, aus diesem Besten, was es gegeben hat, wieder was Besseres zu machen. So haben wir in der ersten Generation, 1963, ist der Porsche 911, damals noch als Modellname 901, das erste Mal vorgestellt worden. Da haben wir 130 PS gehabt. 10 Jahre später, so wie da, bei diesem RS-Modell, haben wir 230 PS gehabt. Heute, in der 8. Generation, haben wir 450 PS bei unserem Testmodell. Also auch leistungsmäßig war der Anspruch immer da, sich zu entwickeln. Porsche hat sich ja motorisch schon früh auf den 6-Zylinder-Boxermotor festgelegt und er war luftgekühlt. Für einige Puristen war immer so, der Porsche muss luftgekühlt sein und das war mit dem Wechsel im Jahr 1998, glaube ich, wo man von 993er auf den 996er wechselt hat, eigentlich ein bisschen ein Stilbruch, weil damals der erste wassergekühlte Motor Einzug in den 911er gehalten hat. Heute haben wir auch keinen Sauger mehr, sondern bei unserem Testmodell haben wir einen 3 Liter Biturbo Motor, also Turbo geladen, der natürlich unheimlich gut Leistung liefert mit 450 PS und auch ein sehr sattes Drehmoment mit 500 oder knapp über 500 Newtonmeter Drehmoment eben. Und als Kärntner freut es mich natürlich umso mehr, dass Porsche einen Kärntenbezug hat. Die Firma Porsche Konstruktions GmbH war aufgrund des Zweiten Weltkrieges von 1944 bis 1950 hier in Gmünd ansässig und der erste gebaute Porsche ist da in Gmünd gebaut worden. Von 1948 bis 1950 wurden da in Gmünd 43 Porsche 356 gebaut und von da aus hat dann der Siegeszug weltweit stattgefunden. Mit dem Modell 356 waren sie dann auch im Motorsport erfolgreich und war so der erste wirkliche Sportwagen. Ja, da ist ein neuer 911er, Typ 992, ein 911er in der 8. Generation. Und immer wieder wartet man sehr gespannt drauf. Was hat sich Porsche einfallen lassen? Was bringt Porsche Neues? Wie können sie etwas, was eh schon sehr, sehr gut war, weiter verbessern, noch attraktiver machen? Und das schauen wir uns jetzt an. Was uns als erstes auffällt, wenn wir jetzt dort hinschauen, ein 911er erkennt man seit 1963, dass es ein 911er ist. Auch da in der 8. Generation, man ist hinten noch einmal 40 mm breiter geworden. Man hat hinten 21 Zöller verbaut, 21 Zoll große Felgen, im Gegensatz zu vorne, wo wir 20 Zoll große Felgen haben. Ist natürlich darin
begründet, dass wir hinten den Motor haben, dass wir 450 PS auf der Hinterachse haben in diesem Fall. Und natürlich muss der Reifen da mehr können, kann ruhig breiter sein und größer sein. So wie beim GT3 RS hat es das ja schon gegeben. Jetzt auch bei den Standardmodellen, hier beim S-Modell, auch so verbaut. Schauen wir uns die Front an, hat sich natürlich auch ein bisschen was geändert. Speziell der Kofferraumdeckel ist da deutlich eckiger geworden. Die Vorgänger haben da ein rundes Blech gehabt. Und auch die Einkerbungen da sind natürlich ein bisschen eine Hommage an die alten 911er Modelle. Wirkt auch ein bisschen maskuliner, aus meiner Sicht attraktiver und dynamischer. Auf die Lichter will ich jetzt gar nicht eingehen, sind auch neu, ist ein LED-Matrix-System, man hat weniger Rückspiegelung, aber was mich viel mehr interessiert, sind da diese Lamellen. Diese Lamellen können sich nämlich je nachdem, was er für Kühlung braucht, entweder schließen oder aufmachen. Und wenn sich das schließt, dann strömt die Luft nicht durchs Auto, sondern am Auto vorbei, was wiederum bedeutet, dass ich den CW-Wert absenken kann und dadurch auch weniger Verbrauch habe. Ja, zum Heck gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Heck schaut einfach geil aus, hat immer schon geil ausgeschaut und es wird von Modellreihe zu Modellreihe immer bombastischer. Wir haben früher schon gesagt, 40 mm breiter als beim Vorgänger und es gibt jetzt nur eine Karosserieform. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr unbedingt einen 4S kaufen, damit man breit ist, sondern es reicht die normale S-Version auch und man hat die gleiche Breite. Den Schriftzug, den kann ich abbestellen. Aber man erkennt trotzdem, ob es ein S oder ein 4S ist, also ob es ein Vierradgetriebener 911er ist oder ein Zweiradgetriebener. Nämlich der Zweiradgetriebene hat da Plastikaufsätze und der Vierradgetriebene hat da so metallglänzende Aufsätze. Daran erkennt man auch von außen, ob es ein Vierrad- oder ein Zweiradgetriebener ist. Erwähnenswert noch beim Heck ist auch hier diese schmale Bremsleuchte. Auch in der horizontalen, vorne haben wir schon beim Kofferraumdeckel den horizontalen Spalt gesehen und wir sehen auch innen drin eine horizontale, die sich durchs Cockpit zieht. Ja? Auch das ist ein bisschen eine Hommage an die früheren 911er Modelle. Ja, ganz witzig, die Zusatzbremsleuchten, ja, das schaut ein bisschen aus wie Pause. Das heißt, wenn man bremst, ist man ja ein bisschen in der Pause vom Gas. Ja? Und das zeigt auch die Bremsleuchte auch an. Auch im Innenraum sehr typisch. Wir haben links den Starter. In der 8. Generation ist es jetzt nur noch eine Startschlüsselattrappe. Was ich ganz witzig finde, da in dem Zusammenhang, ich habe fürs Licht jetzt keinen Drehschalter mehr, sondern ich kann das Licht über Drückknöpfe ein- und ausschalten. Ein 911er muss mehrere Kriterien erfüllen. Wie wir vorher schon gesagt haben, sollte der 6-Zylinder-Boxermotor hinter der Hinterachse verbaut sein und es soll ein dominanter Drehzahlmesser in der Mitte des Cockpits sichtbar sein. Aber auch da, man sieht diese klaren horizontalen Linien, nichts verschnörkelt, gut aufgeräumt, schaut unheimlich sportlich aus, hat einen unheimlich guten Stil und eben ein bisschen ein Hommage an frühere Modelle. Eine Digitalisierung hat auch da jetzt einen Einzug gehalten, aber der Drehzahlmesser ist dominant in der Mitte und analog, so wie es sich gehört. Aus Fahrersicht natürlich auch sehr interessant. Ich habe am Lenkrad, ich kann eigentlich alles am Lenkrad bedienen. Ich habe da einen Drehknopf, wo ich mir jetzt am Digitalbildschirm Informationen von Auto abrufen kann. Ich kann mich da durchklicken. Ich habe eine Reifeninfo, wie viel Bar habe ich auf die Reifen vorne und hinten. Ich habe eine G-Force-Anzeige, ich habe ein Sport Chrono für die Rennstrecke, wo ich mir eine Referenzrunde einspielen kann und die Runden stoppen kann. Ich habe ein GPS über die gesamte rechte Seite von Cockpit und ich habe dann da eine Vorwahlfunktion der Fahrmodi. Ich habe normal, ich habe Sport Plus, habe Individual und eine neue Funktion beim Typ 992 ist die Wettfunktion. Da sind Sensoren in die Radhäuser verbaut, die erkennen jetzt an, ob wir eine nasse Fahrbahn haben oder nicht. Auf Sport oder auf Sport Plus schalte ich jetzt natürlich umgekehrt deutlich
weniger Assistenzsysteme frei. Das heißt, der Computer regelt das aber, das Ganze ist noch direkter und ich kann noch aktiver, noch sportlicher fahren. Was den 911er Typ 992 sensationell auszeichnet, ist natürlich die Alltagstauglichkeit. Ja? Wenn wir wollen, haben wir natürlich einen puristischen Sportwagen. Und ruft sofort die 450 PS ab. Ja? Beschleunigt innerhalb von 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Aber er kann auch ganz anders, nämlich Alltagstauglichkeit. Und so wie da, auf dem Weg zu einem Café, nach Maria Wörth sind wir da auf der Süduferstraße am Wörthersee unterwegs. Wir rollen dahin, siebten Gang, 64 km/h mit 1000 Umdrehungen. Und eins ist natürlich schon lässig und sensationell. Das BDK-Getriebe, Porsche Doppelkupplungsgetriebe, in der neuen 911er Version 8-stufig ausgelegt, ja, legt die Gänge immer perfekt ein. Ich habe keinen Stress, ich roll dahin, ich cruise dahin. Und kann natürlich auch da jetzt dann total entspannt fahren. Also nachdem wir bewiesen haben, dass der Porsche 911, 8. Generation, Typ 992, unheimlich alltagstauglich ist, schauen wir uns da jetzt dann auf der Strecke Richtung Zellpfarre an. Wie schaut es aus, wenn die Straßen uneben ist, wann leichte Fahrbahnschäden sein, wie lässt sich das Auto fahren, wie führt sich das Auto um die Kurve, wie ist die Lenkung. Und man merkt natürlich gleich auf Anhieb, die Lenkung oder das Auto reagiert unheimlich präzise auf die Lenkung. Porsche sagt ja, die Lenkung ist da jetzt an 11% direkter übersetzt als beim Vorgängermodell. Und man merkt es, das ist unheimlich präzise, auf die kleinsten Bewegungen reagiert das Fahrzeug, lässt sich somit perfekt und auch sehr, sehr genau um die Kurven steuern oder um die Kurven zirkeln. Porsche war immer schon bekannt, dass sie ein leichtes Auto bauen mit einer guten Leistung und mit einer super Bremse. Auch da ist es so, wenn man da aufs Bremspedal steigt, das Ding verzögert, bleibt stabil in der Spur, vermittelt somit unheimlich viel Sicherheit und kommt da selber nie in Verlegenheit, dass man sagt, na gut, ich muss einmal hart bremsen und verliere dabei das Auto. Also super ausbalanciert, auch auf der Bremse. Schauen wir uns an, wenn wir ein bisschen Spaß haben wollen. Dazu legen wir jetzt einmal Sport Plus ein. Das heißt, die Assistenzsysteme werden obergeregelt. Der Motor ist viel direkter und aggressiver. Das Fahrwerk ist härter und das ESP greift deutlich später ein. So, schauen wir mal, was das Auto macht. Also erstens merkt man mal, der Motor hat einfach ein direkteres Ansprechverhalten. Was man natürlich auch sofort merkt ist, dass das BDK-Getriebe deutlich anders schaltet. Das heißt, wir sind viel, viel hochtouriger und können somit auch die Leistung des Motors viel besser abrufen. Wir haben ja da einen 3 Liter Biturbo-Motor. Man merkt, das Getriebe schaltet schön zurück und ich bin immer drehzahlmäßig dort, wo ich sein soll, damit ich eine super Leistung habe. Und auch da muss man sagen, der Porsche 911 kann, wenn er muss, ein puristischer Sportwagen sein. Unheimlich präzise auf der Lenkung, unheimlich präzise bei der Gasannahme, übers Bremsen braucht man gar nicht reden. Das kann der Porsche und hat es eh immer schon können. Also, in Summe natürlich ein Auto, das Spaß macht, das aber auch alltagstauglich ist, dass ich sage, ich gehe einkaufen, ich führe die Kinder in die Schule. Also, was kann man schlussendlich jetzt dann sagen?
Wir haben am Wörthersee die Alltagstauglichkeit überprüft. Wir sind da nach Zeltpfarrer gefahren, um zu schauen, wie das Auto auf welligen, kurvigen Geläuf tut. Ja? Und man muss Porsche ganz neidlos Anerkennung zusprechen, dass sie es wieder geschafft haben in der 8. Generation aus etwas, was schon sehr, sehr gut ist, nahezu perfekt ist, noch etwas Besseres zu machen. Und da ziehe ich den Hut, das Auto macht Spaß. Sie haben mit dem 992 wieder etwas geschaffen, wo sie viele, viele Details besser gemacht haben. Und daher, wenn ich einen Hut aufhätte, darf ich ihn jetzt anziehen. Bravo Porsche, macht Spaß, super Auto.